Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Und jetzt müssen wir auch noch Christine, die letzte im Bunde, die letzte im Bunde, genau, zu ihrem Punkt bringen. Genau. Glauben Sie, er benutzt den Pip-Boy, um eine Verbindung mit dem Projektor herzustellen? Sie nickt und hebt die Hände mit einer zugehandten Handfläche. Dann dreht sie sich um und... Ja. Schätze, dann ist er bereits ganz nah. Irgendwelche Ideen wo? Sie schaut sich um, orientiert sich nach oben. Sie blickt in die Richtung des Casinos und runzelt die Stirn. Dann schaut sie nach Osten und Westen. Christine streckt die Hand aus und deutet auf ihren Pip-Boy. Was? Was willst du? Sie runzelt die Stirn und schnippt dann in Richtung ihres Pip-Boys. Zeig ihr den Pip-Boy. Christine betrachtet den Pip-Boy genau. Dann dreht sie ihren Arm um, als ob ihr Handgelenk ein Sensormodul wäre, das sie gerade gefunden hat. Sie scheint kein Interesse am Bildschirm zu haben. Stattdessen schaut sie sich das Gehäuse an. Sie will sicher gehen, dass er intakt ist. Wir warten einfach. Ihr Finger flitzt über die roten Knöpfe und zoomt die Karte. Sie scrollt zum Haupttor des Sierra Madre. Sie ruft die Karte der Station von Bristol Sol auf den Süd herum. Ihr Gesichtsausdruck sieht etwas entspannt aus, als sie Marke sieht. Sie schaut zu ihnen hoch, zeigt auf die Marke auf den Pip-Boy, dann nach Westen und neigt den Kopf. Sie wollen wohl unbedingt losgehen. Sie zeigt auf den Brunnen, dann auf ihren Pip-Boy, hält inne und zeigt dann auf ihre beiden Handelsbänder. Sie umkreist ihre Kehle mit einer Hand und lässt sie dann langsam sinken. Dann deutet sie wieder nach Westen. Wieso glauben Sie, will er, dass Sie zur Prestel Zollstallstation gehen? Sie runzelt die Stirn und deutet an, dass sie etwas tippt. Dann zeigt sie auf sie, hebt ihr linkes Handgelenk und deutet an, hineinzusprechen. Sie zeigt auf sie, dann sich selbst, schaut rechts und links, hebt zwei Finger, versucht zu tippen, hält inne und schüttelt den Kopf. Weder Dean noch Doc können die Schaltstation bedienen. Langsam nickt sie und sieht beeindruckt aus. Okay, wir ziehen. Diese Narbe im Gesicht stammt nicht vom Autodoc. Die Narbe am Hals ist allerdings schon. Sie nickt langsam, dann legt sie eine Hand auf die Kehle und drückt langsam zu. Anschließend zeigt sie auf sie. Ich kann ihre Stimme nicht wiederherstellen. Dazu bräuchten wir einen echten Autodoc. Sie zittert leicht und schüttelt den Kopf. Wieso haben sie sie kahl rasiert? Christine schaut sie leer an. Sie berührt ihren Kopf und lächelt, um dann den Kopf zu schütteln. Wie bitte, das war nicht der Autodoc? Sie winkt und schüttelt den Kopf, dann nickt sie in Richtung des Casinos. Nein, warten Sie, das will ich jetzt wissen. Sie waren schon vorher so? Sie nickt verzweifelt und macht dreimal einen Kreis mit den Händen ab, um sie dann zu heben, mit ihnen zu flattern, als ob sie Flügel wären. Sie hält beide Hände vor sich und tut so, als ob sie es erschreien würde. Ach, Gottes Willen. Augenblick. Das ist ein Symbol der stählernen Bruderschaft, nicht wahr? Sie sind ein Gelehrter? Sie nickt und sieht beeindruckt aus. Wie zum Teufel sind Sie hierher gekommen? Sie zuckt die Schulter, zeigt dann auf sie und zuckt wieder die Schultern. Wo waren Sie davor? Sie bewegt ihren Finger in einem großen Kreis, dann hebt sie die Hand über die Augen. Sie haben etwas gesucht? Sie schüttelt den Kopf und dann zeigt mit zwei Fingern eine Gehbewegung an. Sie waren froh? Sie schüttelt den Kopf und verdreht die Augen. Sie haben nach jemandem gesucht. Sie nickt und hebt einen Finger. Ein Roboter? Sie schüttelt den Kopf und bewegt eine halb geschlossene Faust in Höhe ihrer Brust auf und ab. Okay, also jemand, der noch lebt. Sie nickt. Sie deutet mit den Händen an, dass sie ihre Kiefer herunterzieht. Dann reckt sie die Fäuste zu geballten Händen zum Himmel. Ein wütender, bärtiger Mann? Sie zeigt auf ihren Pip-Boy. Sie waren auf der Suche nach einem Mann in der Vault. Nein, Elijah, der Mann auf dem Pip-Boy-Holeband. Sie nickt, sieht besorgt aus, tippt sich gegen die Schläfe und breitet dann die Hände aus. Jemand Kluges. Sie nickt und macht dann einen Kreis um ihr Ohr. Ah, Elijah, das habe ich auch irgendwo mit der Bruderschaft mal verbinden können. Und Wahnsinniges. Sie nickt und runzelt die Stirn. Hört sich an, als ob es ihnen ganz schön wichtig ist, diese Person zu finden. Sie runzelt die Stirn, hebt zwei Finger und lässt sie nebeneinander hergehen. Dann schaut sie die Finger an und ihre Miene wird zornig. Dann lässt sie eine ihrer Hände herabsausen und trennt die Finger damit voneinander. Mit einem der beiden zeigt sie auf sich selbst.
Ich verstehe nicht. Sie wiederholt die hebartige Bewegung etwas langsamer und trennt die beiden Finger erneut. Traurig schaut sie einen der Finger an. Er hat sie von jemandem getrennt. Sie nickt. Familie? Ehemann? Sie runzelt die Stirn, schüttelt den Kopf und schüttelt ihn beim Ehemann noch heftiger. Freund? Sie schüttelt den Kopf. Ihre Frau? Sie schüttelt den Kopf, aber lässt dabei von einer Seite zur anderen rollen. Oh, Freundin. Sie überlegt und winkt dann. Sie waren mehr als Freundinnen? Liebhaber? Sie nickt und schaut sich leicht überrascht an. Was, Sie glauben, ich verstehe nicht, was Liebe ist? Sie hebt eine Braue und schaut sie an. Ich verstehe, wie wichtig es sein kann, jemanden zu haben, den man liebt. Sie nickt langsam und mustert sie. Sie scheint sie wieder einschätzen zu wollen. Nach einem kurzen Moment macht sie eine langsame Kreisbewegung und tippt sich dann aufs Handgelenk. Ich habe noch andere Fragen. Sie runzelt die Stirn und legt dann eine Hand ans Ohr. Es wäre einfacher, wenn sie einmal mit den Fingerschnippen für Ja und zweimal für Nein. Sie lächelt kalt und nickt einmal langsam. Anschließend schüttelt sie langsam den Kopf. Sie schaut sie an und verzieht das Gesicht zu einem kalten Lächeln. Oh Gott, was soll das Schütteln und Kopfnicken? Das können wir nicht machen. Sie sieht frustriert aus und winkt ab. Okay, ich habe noch andere Fragen. Sie sieht verzweifelt aus und deutet mit ihrer Hand vor sich einen Kreis an. Wissen Sie, wie man hier rauskommt? Sie zeigt in Richtung des Haupttors, dann auf ihr Halsband, schüttelt den Kopf und legt ihre Hände um den eigenen Hals. Dann streckt sie plötzlich die Hände mit gespreizten Fingern aus und verdreht die Augen. Nach ein paar Sekunden schaut sie sie kopfschüttelnd an. Also, sobald die Halsbänder ab sind, können wir ja einfach gehen. Sie nickt langsam, als ob sie nachdenkt. Dann zieht sie eine Augenbraue hoch, schaut skeptisch und zuckt die Schultern. Sie zeigt nach unten, beschreibt einen Kreis, zeigt auf den gleichen Fleck, dann treibt sie ihre Finger umher und sie... Wie sind sie im Autodock gelandet? Sie bewegt einen Finger kreisförmig, runzelt die Stirn, zieht die Hand dann über die Augen und hebt sie wieder, um auf sie zu zeigen. Sie wurden bewusstlos geschlagen? Sie nickt, hebt eine Braue, zeigt auf sie, macht einen Kreis und zeigt auf ihre Füße. Was? Was ist mit meinen Füßen? Sie wiederholt die Kreisbewegung. Diesmal senkt sie dir dabei die Hand und kreist mit dem Finger nach innen, bis sie genau zwischen die beiden zeigt. Immer noch auf dem Boden zwischen ihnen zeigend, hebt sie eine Braue. Ich bin einem Funksignal gefolgt. Der Stimme einer Frau. Sie wartet. Nach einem kurzen Moment hebt sie wieder die Braue. Ich war neugierig und wollte sehen, wo es hinführt. Sie schaut sie einen Moment lang an, mustert sie, dann nickt sie. Sie zeigt auf sie, dann in Richtung des Casinos, schüttelt aber langsam den Kopf, anscheinend deutet sie auf das Haupttor. Wenn ich verschwinden könnte, würde ich es tun. Sie schaut sie kurz an, dann ihr Halsband, zuckt die Schultern, dann packt sie ihren Hals sanft mit beiden Händen, drückt einen Moment zu. Dann lässt die Augen sinken, sie schaut sie an, dann in Richtung des Ausgangs und nickt. Was ist mit ihnen? Langsam schüttelt sie den Kopf, dann auf den Boden zu deuten. Sie werden nicht weggehen? Sie runzelt die Stirn, sie wirft kurze Blicke zum Casino, zum Ausgang und wieder zum Casino. Sie zuckt die Schultern, aber kraftlos und ohne Überzeugung. Sie schaut nicht mal zu ihnen rüber, als sie es tut. Ja. Wissen Sie, wozu diese Maschinen überall in der Villa gedacht sind? Nein. Können Sie sich irgendwie anders verständigen? Können Sie schreiben? Christine runzelt die Stirn, hält inne und fährt mit dem Finger über eine der Namen an ihrem Kopf. Anschließend scheint sie anzudeuten, dass sie einen Stift in die Hand nimmt, etwas zu schreiben versucht, doch dann schüttelt sie den Kopf. Hatte was mit dem Angriff zu tun? Sie hält inne und zeichnet dann das gesamte Symbol für Elektrizität in die Luft. Danach zeichnet sie eine seltsam starrende Miene auf. Sie wählt diesen Gesichtsausdruck kurz bei, blinzelt dann, schaut sich um, sie schaut ihr rein und schüttelt sie. Das ist eine spezielle Form der Gehirnchirurgie mittels Elektronen, Vorkrieg. Sie nickt langsam, tut dann so, als ob sie ihren tippen würde, zeichnet X-e, Striche in die Luft, zeigt mit dem Daumen nach oben. Arithmetische Abrechnung, was? Schön zu hören, dass sie immer noch rechnen können. Sie nickt und lächelt. Ich habe noch andere Fragen. Mit welchen Waffen können die umgehen?
Christine zeichnet einen gezackten Witz in die Luft. Erst dann deutet sie an, eine Granate werfen, dann ein Messer hinter den Rücken zu zücken. Dann stellt sie sich mit gespreizten Beinen hin und hält die Hände kampfbereit. Ihr Reine wird ins Pistolen, die Pantomime Stahl verfeuern. Dann hebt sie eine Hand, zieht entlang des Zeigefingers, gibt einen einzelnen Schuss ab und dann schließend zu nicken. Energiewaffen, Sprengstoff, Nahkampf, Waffenlos und Schusswaffen. Ist das alles? Sie nickt einmal. Ich finde, wir sollten zusammen reisen. Christine nickt. Das ist so anstrengend, mit der zu reden. Aber beziehungsweise die ganzen Texte vorzulesen. Geht der halt echt immer so die ganze Luft aus. Christine schaut die Maschine an, rutscht die Schienen, dann zeigt auf seinen schmalen Schlitz in der Seite und lebt eine Braue. Ja. Wir sind jetzt auf dem Boden und schnippt und dann langsam auf ihre Augen zu zeigen und abzudeuten, dass man langsam vorsichtig gehen sollte. Ja, das wissen wir doch. Eieieiei. Schaltstation. So. Christines Blick huscht über die Wände und die Decke. Sie scheint. Also, ganz ehrlich, langsam reicht's dir. Reparieren Sie den Schaltkasten, um Zugang zum Rest der Schaltstation zu bekommen. Okay. Schaltkreisunterbrecher provisorisch zusammenflicken. Nach ein paar kleinen Anpassungen ist der Strom wieder da. Ein Terminal. Statusbericht. Die Lüftung ist völlig kaputt, was im Sommer zu einem Problem werden wird. Die Rohre verstopften und aus den Öffnungen kam diese rote Staubwolke wie Rost. Es brachte die Jungs dazu zu husten und sich zu übergeben. Es war in etwa so, wie wenn ein Raum gegen Kakerlaken behandelt würde. Nur, dass das Insektenspray uns traf. Brachte die Jungs in die Klinik und stellte sie von der Arbeit frei. Mr. Yesterday meinte, er könnte sie nicht offiziell bezahlen, aber er würde mal sehen, ob sich da was unter der Hand machen ließe. Klang so, als würde er ihnen ein paar Medikamente beschaffen und ein paar Scheinchen, damit sie nicht redeten. Aha, Gasleck. So. Nichts Wichtiges. Bringen Sie Christine zum Aufzug der Kammer mit der manuellen Überbrückung. Annie's Terminal. Da ist noch was. An Direktor Simmons. Simmons, das Lüftungssystem ist schon wieder verreckt. Ich muss die Stromverteilung manuell ausgleichen, bevor der neue Generator ins Netz geht. Es kocht in dem winzigen, vollgestopften Raum da unten und Sie wissen, dass ich Hitze nicht aushalte. Deswegen möchte ich die Arbeiten fernsteuern. Wie lautet noch gleich das Kennwort für die Backup-Maschine? Scheiße. Okay. Tick, tick, tick. Ja. Na, wunderbar. Wo denn? Oh Gott. Eine Gegenfrequenz. Aufgehört zu piepen. Dann können wir ja jetzt mal speichern. Sie nickt in die Richtung der toxischen Wolke weiter unten, deutet mit den Fingern eine Gehbewegung an und schüttelt dann langsam den Kopf. Ja, wir müssen da durch. Nö, doch nicht. Oh Gott. Man verliert da einfach so übertrieben viel Energie bei. Ich muss nochmal neu laden, das ist mir zu viel für dafür, dass wir nichts geschafft haben. Ich glaube, wir müssen dahin. So. Wir müssen nach rechts, okay, wenn die Pfeile richtig sind zumindest. Oh. Da ist der echte. Stolperdraht. Die Leiche hat Dynamit und Stimpaks dabei. Und ein Terminal. Puh.
Saying. Okay, das passt ja auch nicht zu der Frau. Handle. Letter. Okay. Okay, jetzt kriegen wir es auf jeden Fall. Sensed. Ja. Lautsprecher abschalten. So. Statusbericht. Okay. Dienstbuch der Elektronik. Reparieren erhöht, ja, da brauchen wir jetzt auch nicht mehr eigentlich. Also wir sollen sie zum Aufzug bringen. Wo ist denn der? Oh, hier. Naja, ich mach das schon nicht mehr. So, ein Terminal. Betreff im Notfall. Im Notfall müssen alle Nebensysteme sofort abgeschaltet werden, damit die automatischen Systeme die Auslastung ausgleichen kann. Falls die automatischen Systeme versagen, wird der Vorarbeiter von ihnen in den Raum zur manuellen Überbrückung neben dem Hauptregler schicken. Zweite Schichten. Die Jungs, die das Gas abbekommen haben, liegen immer noch flach. Alle müssen deswegen mehr arbeiten und das Gemurre geht los. Mr. Yesterday schleust von Sinclairs Augen weiter in Alkohol und Augen her. Medikamente her. Aber es hilft nichts. Wir brauchen diese Jungs wieder. Wenn es noch so ein Chemieleck wie dieses hier gibt, war es das mit den Bauarbeiten für den Rest des Jahres. Anzüge sind eingetroffen. Die neuen Chemieschutzanzüge sind heute gekommen. Also konnten wir in die Lüftungskammern steigen und sehen, wie sich dieses Wolkengemisch bildete. Die Anzüge sehen gruselig aus. Es ist kaum möglich, sich darin zu unterhalten. Deswegen mussten wir Zeichensprache verwenden, um uns zu verständigen. Wenigstens können wir jetzt die Rohre und Lüftungskammern untersuchen. Das Gas beunruhigt mich aber. Hat die Jungs wirklich zu übel zugerichtet. Wenn die Kammern wieder verstopfen, wäre es schlimm, wenn das Gas ausritt und die Villa auslöscht. Aha. Ein Erste-Hilfe-Kasten, das ist schon mal nett. Eine weitere Tür. Naja, Belüftungsterminal. Was haben wir denn da? Aktivieren wir das System mal. Sie hören ein lautes Geräusch aus dem Raum im Westen. Es klingt, als ob das Belüftungssystem hochfährt. Damit sollte die Wolke im Untergeschoss der Schaltstation in den Teil von Puesta del Sol Straße keine Gefahr mehr darstellen. Okay. Ein automatisches Gewehr. Das können wir wahrscheinlich sogar reparieren, ne? Hei, hei, hei. Da spinnt, Giftproben. Giftproben. Junge, bin ich froh, aus diesem verdammten Anzug raus zu sein. Hab heute beinahe ein paar Männer verloren, nur damit die Eierköpfe ein paar Proben bekommen, die sie untersuchen können. Interessant. Nein! Aber ich würde trotzdem gerne Andys Spind öffnen. Kennwort für Fernwartungsterminal, meine ich doch wohl, hat sich gelohnt. Oh Gott. Okay. Na ach, komm! Okay, ein Terminal. Schloss entriegeln, ja. Okay, like. Wir haben eh eine 100% Chance. So, rein zu gucken. Was? Ach, so. Da sind mehr gewesen. Ich habe irgendwie nicht alle gesehen. Okay, doch nichts mit der 100% Chance. Jetzt aber. Let's play. So. Lautsprecher abschalten. Wartungsbericht. Hat nicht lange gedauert, das Problem zu finden. Als wir am Haupttorrohr entlang vordrang, stießen wir wieder auf Spuren des Gartens. Zum Glück nicht wieder das ganze rote Zeug wie letztes Mal. Das Üble war, dass das Zeug trotz der Versiegelung in die Anzüge kam. Es stellte sich heraus, dass das Gas das Metall der Verschlüsse zersetzt hatte.
Deshalb wurde nicht nur einer der Jungs dem Gift ausgesetzt, sondern alle, die darunter gingen, wurden in ihren Anzügen eingeschlossen. Was haben wir? Und wir machen einen Cut. Nachdem wir diesen Turm da gemacht haben. Ja, Hammer. Wie viel Schaden wir verursachen. Ich bin fast begeistert. So geht das. Hei, hei, hei. So. Und damit würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Und tschüss.